Vanessa. Ja oder nein? Ja. Ja. Wir können uns nicht in ihr Leben einmischen, Tessa. Es gibt Millionen Menschen, die alle Hilfe brauchen. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich ein Nein nicht akzeptiere. Wirst du mir glauben, wenn ich dir sage, dass das arme Mädchen da drüben ermordet wird? Wir wissen von ihrer Frau, Mr. Quill. Ich verstehe nicht ganz. Für einen Diplomaten sind Sie kein sehr guter Lügner. Meine Karriere war auch eher bescheiden. Hör auf, mich so anzusehen. Wir bekommen in einer Woche ein Baby. Du bist wunderschön. Ich liebe dich sehr. Wir haben erfahren, dass heute früh eine weiße Frau gefunden wurde. Tot. Glauben Sie, es ist Tessa? Die Polizei war hier. Sie haben die Akten mitgenommen, die Papiere, die Computer. Tessa glaubte, sie wird beobachtet. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich muss es zu Ende führen. Du wirst sie nie finden. Sie werden dich finden. Die wollen Sie zum Schweigen bringen. Sie haben meine Frau umgebracht. Seien Sie ein braver Junge und überlassen Sie das uns. Spielen Sie bloß nicht den Detektiv. Fahren Sie nach Hause, wenn Sie leben wollen. Aber ich habe kein Zuhause. Tessa war mein Zuhause. Es wird eine Epidemie geben, die die ganze Welt betreffen wird. Damit sind zig Milliarden zu verdienen. Die Großen der Pharmaindustrie hängen da genauso drin wie die Waffenhändler. Abfindungen verschwinden. Stellen Sie keine Fragen. Sind Sie verrückt? Ich bring jeden um. Der arme Kerl hat sich eingeredet, dass es eine Verschwörung gibt, in die wir alle verwickelt sind. Sie werden nie rausfinden, wer den Killer auf Sie angesetzt hat. So läuft das also. Ein Mord kommt noch. Unter Steinen kann bösartiges Getier hervorkriechen. Vor allem in fremden Gärten.